den ganzen Moor. Heute zeige ich euch auch nochmal ein Review-Produkt. Recht herzlich Dank erstmal an Fregadi, der mir das Produkt zur Verfügung gestellt hat. Heute geht es mal ausnahmsweise nicht um eine Waffe, aber ihr könnt da eine Waffe holstern und die Magazine halt noch euch ranbatten mit diesen schönen Sachen hier. Zeige ich euch mal von Amomax, ja, einmal ein Tactical Holster, ja, und einmal ein Magazinhalter, wo ihr zwei Magazine reinmachen könnt. Für die Sig Sauer, die ich euch schon vorgestellt habe, die passt hier rein, die von KG Works, ja, oder die von GSG, wo die Markings halt noch drauf sind. Die Sig Sauer ist dasselbe wie KG Works, nur ohne Markings. Das passt hier rein. Und hier steht dann halt auch noch Double Mag, also das hier, P226, ist ja klar, Beretta M9 und CZP09 Max passen hier rein. Also von der CZP09 passt hier rein, Beretta M9 und P226. Genau. Und hier haben wir nochmal den Holster. Hier steht Sig Sauer P220 Serie, Black Tokyo Marui WE KWR KG Works P226 Serie. Also hier passt halt, wie gesagt, die Marui, KWA und WE und natürlich halt von KG Works die Sig Sauer halt hier auch rein, ja, sozusagen. Das schauen wir uns mal auf den Tisch an, finde ich eine coole Sache und dann sehen wir uns gleich auf dem Tisch. Bis gleich. Jetzt kommen wir nochmal zur coolen Marke, auch von Pegadi, mir als Review-Produkt zur Verfügung gestellt. Einmal den Magazin Pouch und einmal das Tactical Holster, ja, sozusagen. Habe ich ja schon im Anfangsvideo gesagt, der Tactical Holster passt für die Sig Sauer P220 Serie, dann halt Tokyo Marui WE KWA KG Works, die liegt hier, Serie, ja, passt rein. Und die Magazine für die Waffe hier von der KG Works KP01, steht hier auch nochmal 226, Beretta M9 und CZP09 CO2 Max, ja, passen hier auch rein von den anderen Waffenherstellern, ja, sozusagen. Ja, das kommt hier in so einen schönen Blistertüte, ja, Amomax, Preis blende ich euch mal für das Teil hier oben ein, ja, die sind nicht teuer, sehr stabil, ich habe auch eins davon von Amomax, muss ich halt tragen wegen meinem Beruf und ich bin mega zufrieden mit der Marke, ja, also schön robust und das Ding geht auch nicht kaputt, ja, genau, nur mal so am Rande. Sieht echt schön aus in der Tüte hier, ja, hier sieht das nochmal so, kann man dann halt hier so auspacken, ich mach das jetzt mal so auf, zack. Da habt ihr hier noch in der Tüte halt eine kleine Bedienungsanleitung und halt einen Innenbus, weil ihr könnt es noch am Gürtel dann einstellen. Hier sind die Schrauben dazu. Hier klappt er nur hoch und dann kommt das hier, der Gürtel halt ran und dann könnt ihr die Magazine hier reinstecken und das war es halt auch schon. Ja. Das Teil ist halt auch so aufgebaut, zeige ich euch auch mal. Aufmachen, zack, dann habt ihr hier auch eine Bedienungsanleitung, zwei Innenbusse, ja, und hier ist das schöne Teil, ist auch sehr, sehr geil, wie ich finde, ja, vom Material her schön robust. Wie gesagt, ich trage auch eins im Dienst, so von Amomax eins und mein Ding hält immer noch, ja. Ist nichts abgebrochen, die sind echt stabil und preiswert. Preis blende ich euch für das Teil auch mal hier ein. Ja, und es passt halt für diese KP01 von KG Works, die ihr hier hinten seht. Ja, auch bei Pegadi bestellbar im Shop, sehr geil. Oder was heißt auch bei Pegadi? Ist ja von Pegadi. Sozusagen, Pegadi hat das für euch. Und ja, hier ein bisschen aufklappen, dann kommt das, da kommt hier der Gürtel lang. Und dann könnt ihr das halt hier auch drehen in bestimmten Stellungen, ja, und hier könnt ihr dann halt die Schraube lösen, ja,
sozusagen. Genau, so sieht das aus. Richtig, hier die Schraube lösen, man könnte das halt hier so drehen. Genau, die Waffe passt auch rein, ist ja für die logischerweise, kann ich euch auch zeigen. Geht auch butterweich rein. Ja, und jetzt könnt ihr die auch nicht, das Coole ist, kann euch die keiner rausziehen. Ja, ihr müsst dann echt hier auf das Knöpfchen drücken, zack, und dann könnt ihr die rausziehen. Ja, zack, hier rauf drücken und dann könnt ihr die rausziehen. Und wenn ihr nicht auf dieses Knöpfchen drückt, dann geht die auch nicht raus, ja. Und sieht auch echt cool aus, wie ich finde. Geht auch schön rein, ja. Und sieht echt toll aus. Die Magazine könnt ihr dann hier reinmachen, ja. Zack. Da ist eins hier so drinne, CO2-Magazin. Gucken wir mal, ob die Gasmagazine auch reinpassen für die Waffe. Ja, passt auch rein. Genau. Und dann könnt ihr euch das an den Gürtel wappen. Ist ziemlich schwer mit zwei Magazinen, ist klar. Ja. Aber passt halt alles schön ran. Ja, die Waffe. Zack. Und dann habt ihr ein schönes, cooles Package. Ja. Könnt ihr auch nochmal probieren. Wer halt die wieder hat, ja, von GSG mit dem Marking, passt auch, geht auch stramm rein, ja, alles cool, passt auch die Version mit den Markings. Zur Informationshalber, wenn nochmal Fragen kommen sollten, genau. Und so sieht das echt geil aus, schön robuste Teile von Amomax, nicht so teuer, ja, da gibt es andere Hersteller, die sind echt teuer. Und hier vor die Amomax-Reihe oder die Firma Amomax hat einen soliden Preis. Top-Teile hier. Na, sieht auch noch geil aus. Ja, dafür würde ich auch eine klare Kaufempfehlung rausgeben. Weil, wie gesagt, ich habe selber einen. Und da mache ich halt eine Glock rein. Alles cool soweit. Genau. Und ja, klare Kaufempfehlung für die Teile. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich bin raus. Und wenn ihr Bock drauf habt, holt euch das noch mit der schönen KP01 dazu noch. Dann habt ihr ein cooles Package. Was wollt ihr mehr? Also, ich bin raus. Berlin ganze Moor. Bye.